Diese Hände gehören Sepp Quigner. Bitte genau anschauen. Wir sind unterwegs zur Casarotto-Verschneidung in der Pala-Gruppe. Schon der Zustieg hat Charakter. Gegenüber die Agner Nordkante, doch unsere Tour scheint, obwohl der Gipfel wesentlich niedriger ist, noch wesentlich höhere Gesamtanforderungen zu stellen. Bei meinem Gefühl doch auch, dass es auch noch links geht. Sepp ist der einzige Mensch, der alle Touren aus Walter Pause im extremen Fels gemacht hat. Bei genauer Zählung seiner beiden Auflagen sind es 106 verschiedene. Ich bringe das Buch in diesem Jahr neu heraus und einige Touren musste ich auswechseln und Ersatztouren für sie suchen. Und eine dieser Ersatztouren ist eben nun die Casarotto-Verschneidung am Spitz de Lagonaz. Die letzte Tour, die Sepp fehlt, um alle drei im extremen Felsauflagen zu komplettieren. Hier unten ist erstmal die Wegfindung eine echte Herausforderung. Und anstrengend ist der Zustieg. Auch darum, weil wir insgesamt 7,5 Liter Wasser heraufschleppen müssen. Ja, an diesen zustiegslatschen Felsaufnahmen kann man sich schier gar nicht satt sehen. Welche große Alpentour hat schon so einen Zustieg zu bieten? Wohl bemerkt sind wir auf einer Höhe von nicht mal 1500 Metern. Dieser nette Waldpark ist dahingegen richtig erholsam. Außerdem wissen wir, dass wir schon mehr als die Hälfte des Zustieges geschafft haben. Und hier hat sich offenbar der örtliche Fremdenverkehrsverein von der ganz spendablen Seite gezeigt. Endlich, nach knapp 4 Stunden, erreichen wir die Biberköhle kurz vor dem Einstieg. Verschiedene Gefäße fangen hier über Wochen hinweg das Tropfwasser auf. Uha, man kann gar nicht hinschauen, wie ein Teil des kostbaren Nasses beim Umfüllen verloren geht. Also, jetzt soll es weiter hineintropfen. Und für die nächste Begehung ist vielleicht wieder ein halber Liter zusammengekommen. Der Monte Agner hat in der Zwischenzeit ganz anderes Licht, doch wir sind dafür dem Einstieg schon ganz nahe. Und der Weg auf diesen letzten Zustiegsmetern ist regelrecht einfach. Einfach ist zunächst auch die Kletterei. Ah, was fällt auf? Was fehlt? Richtig, der Helm. Den hat Sepp am Einstieg rätselhafterweise verloren. Manchmal ist er ein wenig, kopflos. Ansonsten aber alles okay. Guter Stand. Und bald schon wird sich die Wand aufsteilen und man wird zünftig zu klettern haben. Einige Stunden später im überhängenden Teil der Route. Das Seilchaos ist hier noch das geringste Problem. Zu lange haben wir gebraucht, nicht nur hakentechnisch, sondern immer wieder auch in freier Kletterei sind wir bis hierher gekommen. Zweifellos ein Anstieg nur für schwindelfreie Zeitgenossen. Zu wenig komme ich zum Filmen, zu sehr müssen wir kämpfen, bis wir diesen Grasfleck erreichen und die drei überhängenden Seillängen hinter uns liegen. Um es genauer zu sagen, Sepp kämpft noch an der letzten Stelle. Nein. Es ist schon Abend, als wir erstmals die Verschneidung sehen. Die größte und eleganteste der Dolomiten und soweit ich es überblicke, wohl der ganzen Alpen. Von hier oben gibt es keinen Rückzug mehr. Die Erstbegeher hatten das wegen schlechtem Wetter versucht, doch es ging nicht und sie mussten den Durchstieg erzwingen. Immer wieder schweift unser Blick hinauf. Außergewöhnlich. Das Biwak ist zu unschön zum Filmen, doch wenigstens frieren müssen wir nicht. Heute gleich viele Seillängen wie gestern, aber etwas leichter. Und etwas leichter ist auch das Seilchaos heute zu entwirren. Steile Kletterei wartet, aber schön sieht sie aus. Gerne nehme ich sie in Angriff, als das Seil endlich wieder in Ordnung ist. In den letzten Metern der Verschneidung und 2 Stunden später stehen wir direkt unter dem Gipfelaufbau. Hier oben ist der Gipfel schon beinahe greifbar, nur noch wenige Meter. Sepp beendet seine allerletzte Tour im extremen Fels. Durchaus ein alpinistischer Meilenstein. Doch oben
wird das Gesprächsthema bald ganz banal. Mir kommt das komisch wie in die Richtung. Ist aber so, steht im Führer, nach Norden absteigen. Ja, aber mir kommt das komisch wie. Mir auch, aber es ist so. Ja, der Abstieg ist weder leicht zu finden noch kurz. Mindestens 6 Stunden werden wir bis ins Tal unterwegs sein. Vielleicht werden es aber auch 10. Zu trinken haben wir nichts mehr, sodass ein Biwak nicht mehr in Frage kommt. Also weiter, weiter, weiter. Man sieht Sepp an, dass sein Knie schmerzt. Eigentlich hätte er schon längst ein neues bekommen sollen, aber er hat die Operation noch hinausgezögert, wegen dieser Tour. Wir müssen, um herunterzukommen, den Torre di Lagonaz besteigen, was eigentlich eine leichte Klettertour für sich ist. Naja, 3 Stunden nach dem Spitz di Lagonaz sind wir oben. 17 Uhr. Ja, da musst du jetzt runtergehen und dann rechts. Ach so, ist das schwierig. Da bin ich nicht auf. Es ist Abend, als wir auf dem Querband sind, das uns in Richtung sicherem Boden bringt. Noch aber sind wir nicht so weit. Und ganz entsprechend, Psalm 22, Vers 15, die Zunge klebt am Gaumen. Irgendwann so etwas wie ein Steig, aber auch er verliert sich im Nichts. Erst mitten in der Nacht, bei suboptimalen Filmbedingungen, kommen wir ins Tal. Und so endet der Film so ähnlich, wie er begonnen hat. Anders sind nur ein paar ganz kleine Details.